Wilbald wildert weiter. Herzlich willkommen zu Elden Ring, dem DLC Shadow of the Erdtree. Ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge noch in Erinnerung habt. Da haben wir, warte, ich muss mal ganz kurz hier nochmal, das hat nämlich Nikola gebaut, der Teufelskerl. Das sind die Seelen, die packen wir drauf. Nikola ist schon ein krasser Kerl einfach. Das hat er so gebaut. So, wir haben das letzte Mal gegen den Feuerkelchmann gekämpft. Der befindet sich in etwa da, wo sich die mickrigen Überreste meiner Seelen befinden, die wir auch leider verloren haben aufgrund von Unfähigkeiten. Jetzt ist die Frage, habe ich Bock, da nochmal wieder direkt zu dem hinzureiten oder will ich vielleicht mal was anderes machen? Und mir erstmal angucken, was es hier noch so gibt in der Welt. Habt ihr guten Sound? Ja, ne? Kurz gucken, warte. Kann ein Tick lauter sogar bei euch, oder? So. Ich weiß gar nicht, ob ich hier, weil die ist. Ich kann die eigentlich gar nicht tragen, diese Waffe. Ich kann sie nur zweihändig tragen, weil ich nicht genug Stärke habe. Frage ich mich natürlich, ob ich, wenn ich auf dem Pferd bin, ob ich die überhaupt gescheit schwingen kann. Hier ist schon diese grausame, bedrohliche Musik. Da schlafen die ganzen Wölfe. Gute Nacht. So, und hier sind wir jetzt gleich bei dem Feuerkelchmann. Und es gibt da auf jeden Fall irgendeinen Kniff. Steezy, Micha und Cordy, Anderion, vielen Dank für den Support, by the way. So, da ist er. Ach du Scheiße. Oh, ich glaube, ich muss mal weg. Wie weit kommt er denn? In seinem Zorn. Ach, der Brutzler. Scheiße. Schnell weg! Nicht mal getroffen. So, ich wollte nochmal jetzt hier weiter gucken. Mir ist das ein bisschen zu. Scheiße. Was? Was ist denn mit denen los? Die verfolgen mich einfach klar. Ja, genau. Scheiße, der Typ, ey. Wir machen den früher oder später natürlich. Ich will jetzt erstmal ein bisschen weiter erkunden. Da sind überall Wölfe. So, was haben wir da? Da ist nämlich so eine schöne Kirche. Als frommer Mensch steuere ich die natürlich an. Da werde ich hier schon wieder. Sag mal, was ist eigentlich los mit dem Typ? Das ist völlig wahnsinnig. Wer hat ihn denn so wütend gemacht? Wir bleiben mal hier an der rechten Seite, hier an der Küste entlang. Aber hier können wir ab und zu mal so ein bisschen runterlunsen, was hier noch so ist. Was haben wir denn hier? Hallo? Ist nichts, oder? Warte, da. Nee, das war doch nichts, oder? Nee. Nee. Da wartet nur der Tod. Ja, was mache ich denn mit dem. Was mache ich denn mit diesem Feuertopf? In jedem Fall muss man da irgendwas von oben reinschmeißen. Das gibt sonst alles keinen Sinn mit der Möglichkeit da oben. Oh, ich glaube, das ist nicht die Seite, mit der ich da raufkommen soll. Ja, weil aufgrund dieses Sprung-Dingsbums, was einen da so hochkatapultiert, und dann hat man halt die Position, von der aus man direkt da was reinschlagen kann. Irgendwie so muss das gehen. Aber ich habe es noch nicht genau rausgefunden. Wir werden es schaffen. Aber ich habe einfach jetzt nicht so die Lust, mich direkt zu Beginn der Folge wieder mit dem Heini auseinanderzusetzen. Ich will jetzt erstmal was erleben, Abenteuer entdecken, all die Sachen. Das hier zum Beispiel. Was ist denn das für eine schöne Rabats Turm. Ich finde, man sollte nicht mit seinem Pony so eine Kirche betreten. Das ist einfach nicht angemessen. Was
Was haben wir denn hier? Guck mal. Schimmerplattenglühwürmchen. Na, die haben wir uns schon immer gewünscht. Was machen wir damit? Gibt es da noch mehr von? Also hier hat irgendwer mit so okkulten Kristallen experimentiert. Das geht ja in aller Regel... Oh, was ist das? Da komme ich wieder rauf. Guck mal. Das gucken wir uns natürlich gleich an. Vielleicht komme ich damit auf den Turm des dieser Kathedrale. Vielleicht auch ganz woanders hin. Also hier ist es bislang sehr ruhig. Keine Gegner. Geiles Game, ich check die Story halt nicht so. Ja, wer checkt die Story schon, ohne dass man sich Videos dazu anguckt? Oh, 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 das war eine ganz, ganz knappe Geschichte. Ist der denn über mir, der Fahrstuhl, oder was? Das kann ja nicht sein, das verengt sich ja da so, oder? Na, wohl. Vielleicht muss ich dann mit dem Sprungturm rauf und dann den Fahrstuhl rufen. Aber das scheint mir ja die untere Ebene zu sein, in der wir gerade auch schon waren. Ist da vielleicht irgendeine Secret-Tür oder so? Nee, ne? Innerhalb dieser Wände, ne? Ja, müssen wir wohl wieder runter und dann... Nein! Oh, da. Okay, dann lass uns mal den Turm, hier, den Sprung... Sprungturm nehmen. Ey. Warte, wieso geht der denn nicht? Warte, ich muss ich den erstmal da. Hallo? Warte, ich muss irgendwas machen vorher. Geht das nicht? Muss den aktivieren oder sowas? Schildkröte, hallo. Kriege ich das Ding jetzt aktiviert? Oh, da lagen ganz viel von diesen Blümchen rum. Wer weiß, wofür ich die noch gebrauchen kann. So. Hier geht's einfach nur in die Tiefe, ne? Ja. Oh, was ist das für ein Licht? Oh. Das ist von dem... Ah, das scheint da so durch. Okay, wie kriege ich jetzt dieses wunderschöne Sprungtor aktiviert? Und ich muss... Oh, warte mal, da oben schwebt ein Felsen auf der Kirchturmspitze. Das ist ja weird. Geht's da vielleicht in den anderen Bereich noch rein? Okay, also ich muss irgendeinen Stein... Wahrscheinlich, das hier ist so das... Kann das sein, dass das so ein astrales Gegenstück ist zu dem Steinhaufen, den man hier in der Welt finden muss. Und wenn man den kaputt gemacht hat, dann geht der Aufzug oder sowas, ne? So ein bisschen wie so Quantenteilmäßig. Wir müssen das Gegenstück finden. Ein Quantenhaufen. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Das heißt, ich kann jetzt hier die ganze Zeit wild durch die Gegend reiten und schauen, wo sie den aufgebaut haben.
Aber wo ist der? Wo ist der? Vielleicht muss ich da vielleicht erstmal da nochmal hoch. Crispy, vielen Dank. Ah ja, ich glaube, wir müssen jetzt einfach suchen. Ich weiß nicht, wie weit weg der sein kann. Hallo Wölfis, ich bin, ehrlich gesagt, ich bin auf der Durchreise. Ich will nur mal gucken. Wie friedlich die mit dem, guck mal, wie friedlich die mit diesem Chinchilla da chillen. Oh, da sehe ich da etwa eine Gnade. Das ist ja herzallerliebst. Das ist natürlich richtig nice. Okay, willst du einen Tipp? Ja, ja, sag, ihr könnt mir ruhig sagen, wo der Steinturm ist. Jetzt kann ich natürlich eine halbe Stunde suchen, aber das ist jetzt ja auch Quatsch. Er muss in der Umgebung sein. Alles andere würde keinen Sinn ergeben. Vielleicht war der im Inneren des Turms. Das kann natürlich sein. Ja, der hätte ich jetzt in längerer Zeit ehrlich gesagt nicht nachgeschaut. Aber das ist ein guter Tipp. Im Inneren des Turms gucken wir mal nach. Ich glaube, da wäre ich jetzt erstmal nicht wieder hingegangen. Ich hätte hier alles erstmal abgeritten. Warte mal. Das ist aber, ich glaube, eher ein Steinturm. Warte mal hier. Das ist, nee, das ist nur das komische Licht. Vielleicht war er das auch schon, aber eigentlich, denke ich, mussten das so aufgeschichtete Steine sein. Oder Bücher! Ich mache einfach alles kaputt. Autsch, der geht nicht. Störe alles, was irgendwie aufgeschichtet ist. Wird von mir zerstört. Oh. So. Zerrolle alles. Also jetzt habe ich ja eigentlich ja alles. Nein, ah, ich wollte auf diesen Vorsprung rauf. Hm. Was ist denn hier noch? Vielleicht gibt es hier auch noch eine geheime Tür. Mit den Statuen interagieren. Das ist eine normale Stahldrahtfackel. Stabfackel. Was? Haben wir noch mehr Licht. Also, ich gehe jetzt nochmal eine Runde hier. Vielleicht sieht man es auch durch die Fenster. Die Fenster gucken. Hier sind auch keine Schalterhebel an den Bücherregalen. War alles kaputt. Zur Rolle alles. Kette. Weiß ich nicht, ob ich die habe. So, ist hier noch irgendwas drin? Ist hier gerade nichts. Das ist das Schlimme. Ihr setzt mich unter Druck mit eurem Entsetzen im Chat. Ich wusste es doch. Hier gibt's irgendwo. Ja, Wolski.
Ha! Ja, gar kein Problem. Habe ich doch die ganze Zeit über gesagt. Was ist denn mit euch eigentlich los? Na gut. Das hätte, glaube ich, noch eine Weile gedauert, wenn ich das jetzt ganz alleine gesucht hätte. Möglicherweise hätte ich es nicht gefunden. So, jetzt komm, let's go. Fuck, wo fliege ich denn jetzt überhaupt hin? Nee, das kann doch nicht... Das kann es ja nun nicht gewesen sein. Jetzt bin ich hier auf diesem Kirchturm. Ist hier irgendwo noch ein Loch oder... Muss ich hier quasi da in die... Nee, da kam ich auch so rein, ne? Ich glaube, da muss irgendwo eine Öffnung sein, da oben oder so. Ich glaube, ich muss wieder runter. Ich komme von hier nicht dahin. Ich probiere diesen Sprung nochmal. Autsch, das tat meinem Pferdchen weh. Ich mal kurz gucken. Da oben ist so eine... Da, ich versuche mal da oben hinzukommen. Das ist sehr gut. Ah, das Studierzimmer mit einer Kiste. Was haben wir? Rabatzkanone. Natürlich Stärke. Eine Art Gefäßkanone zum Abfeuern von Großbolzen. Ein Meisterwerk der Zauberkünste. Ne, Zuberkünstler. Ein Zuberkünstler-Rabatt. Die Macht der Schimmersteine, die den Lauf umgeben, erfüllt die Bolzen mit Magieschaden und führt Schüsse zum Ziel. Talent tritt. Okay, ich kann die natürlich nicht nutzen, aber... Was habe ich denn? Stärke 12? Ja. Kann ich nicht nutzen, aber können sie uns angucken. Naja. Sieht schon nice aus. Aber wie gesagt, für uns leider nicht nutzbar. So viele Sachen bekommen. Wir müssten vielleicht irgendwann mal wieder umskillen. Ich mach mal Folgendes. Ich packe jetzt mal wieder dich da rein und... Wie warte, hatte ich das denn nochmal? Rechts? Nee, warte mal. Rechts war das Katana, oder nicht? Rechts war blutige Ströme, glaube ich. Aber wie war das noch? Waren hier die anderen? Weiß es nicht mehr. Nee, links war das. Ich weiß es nicht mehr. Aber ist ja vielleicht auch egal. Nee, warte, ich muss es auf links packen. Glaube ich. Na, wir werden es gleich noch ausprobieren. Ich laufe nochmal eben mit meinen Standardsachen rum. Dann machen wir hier kurz Blut und Heiligenschaden. Blut und... Bist du? Da. So, und jetzt können wir nämlich auch mal demnächst probieren, ob wir ein bisschen parryen können. So, ist hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Aber wir machen natürlich alles kaputt, wie sich das gehört. Dann gehen wir wieder runter. Ah, guck mal, hier ist nämlich der Fahrstuhl. Kann man hier irgendwann in der Zwischenetage noch irgendwo rollen? Da ist ein... Oh, da! Ne, da kommen wir hin. Okay. Manchmal kann man ja auch noch zwischen den Etagen auf einen Balkon rollen oder sowas.
Wobei das natürlich architektonisch eigentlich völlig sinnlos ist. Einen Balkon zu machen, den man nur erreicht, wenn man aus dem fahrenden Fahrstuhl rollt. So, okay, das ist doch gut. Den haben wir hier erforscht. Was ist das hier? Was sind das hier für bunte Punkte? Ich nehme mal eben diese Feuertöpfe wieder raus. Ich neige nämlich dazu, dass ich dann in meiner Panik die Flasche da wechsle und dann aus Versehen einen Feuertopf werfe, anstatt mich zu heilen. Wir können jetzt die verschiedenen Pfade noch. Hier geht's runter zu diesem interessanten Gebäude. Das will ich mir in jedem Fall nochmal angucken. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Das ist... ja, einfach nur geradeaus. Oh, warte mal, was ist da oben? Da leuchtet was, seht ihr das? Ah ne, das ist glaube ich nur die Sonne. Hallo Leute. Es geht ab. Ja, okay. Ja, die sind richtig wild, und nervig. Das war einfach nur ein Sonnenfleck. Was haben wir hier? Ist das dieses prächtige Haus, was ich gerade ansteuern wollte? Ja, exakt. Okay. Schön hier so eine Überflutung. Oder ist das gewünscht gewesen, dass man nasse Füße kriegt? Prächtige Kathedrale. Schauen wir mal rein. Manus Metir. Die ist ja noch einigermaßen erhalten. Und da ist auch eine Gnade drin. Gut zu wissen. Hallo? So. Komm ich hier rein? Oh ja. Wer sitzt da hinten dann? Wer mag es sein? Ist sie nett zu mir oder ist sie ein Schwein? Fragen direkt. Wir müssen uns ja vorstellen. Wir können ja nicht hier rumsuchen und schnüffeln und nicht mal Hallo sagen. Das ist ja dann auch ein ziemlich rüpelhaftes Auftreten. Da würde ich auch verstehen, wenn diese Person dann sauer ist. Hallo, wer bist du? Ich bin Wilbald. Well, we don't often receive visitors. I am Ymir. Welcome to Manus Meta. Meta. It is a pleasure to have you. In lands so forsaken as these, chance encounters are precious indeed. Seeing that we have convened here on this day, allow me to mark the occasion with a modest offering. Eine gemeißelte Halskette und eine Ruinenkarte. Ja, aber das ist ja voll nett. The map I gave you charts the site of a hallowed ruin. It is said that after sounding the hanging bell there, one's fate will be guided by the stars. I only wish to be of service. To help those who fight for their purpose. I'm not mistaken, am I? I can see it in your eyes. You are a fighter. Are you not? Ich weiß nicht, ob es die Augen sind, die hinter einer Maske verborgen sind, oder vielmehr vielleicht das Schwert, was ich in der Hand habe, was ihn darauf kommen lässt, dass ich ein Kämpfer bin. Aber wollen wir ihn nicht bloßstellen. Is something the matter? I've given you a map to the hallowed ruin. Oh, I suppose you expect a lesson of me, do you? I know the feeling. Those with purpose are nothing if not ravenous for power, for truth. Okay, cool.
cool, cool. Also, wir können Zauberei studieren. Wir sind jetzt natürlich kein Zauberer. Eines Tages muss ich nochmal einen Zauberer spielen. Weil die sich ganz anders spielen, logischerweise. Hm, was hat er denn da so? Schimmersteinkiesel kostet das. Ach, guck dir das mal an. Das kostet Schimmerstein. Ne, das heißt Schimmersteinkiesel. Ich dachte gerade. So, okay. Oh, das sieht nice aus. Es gibt so viel Zauber. Miriams Verschwinden. Verbirgt sich in einem Schimmer. Ich glaube, dass das ziemlich cool sein muss. Zauber zu spielen. I am a Glintstone Sorcerer. We study the stars and examine the life therein. Are you familiar with our findings? Long ago, we began as Stardust, born of a great rupture far across the skies. We too are children of the greater will. Is that not divine? Is that not sublime? And yet, none can fathom its implications. It's utter brilliance. Brilliance. Okay. Oh yes, do mind your feet around the church. You wouldn't want to hurt the little boy. Was auch immer der Little Boy ist. Ich guck mir mal erstmal an, was er mir gegeben hat. Eine simple alte Karte, die verblasst und schmutzig ist, von Fürst Ymir, dem Hohepriester, erhalten. Enthält den Fundort einer heiligen Ruine. Ich wünsche nur zu Diensten zu sein. Okay. Eine blassblaue Halskette aus dünnen, länglichen und ausgehöhlten Steinen. An einer geheiligten Ruine verwenden, um eine hängende Glocke zu läuten. Eine Lehre Fürst Ymirs. Das Schicksal desjenigen, der die hängende Glocke läutet, wird von den Sternen geführt. Okay, das klingt erstmal als sehr nice. Ach was? Okay. Gut, jetzt liegt hier irgendwo ein Junge rum. Den will ich natürlich nicht verletzen. Warum sind hier so viele Vogelkäfige? Es sind super viele Vogelkäfige. Es sind misstrauenserweckend viele von diesen Vogelkäfigen. Und die sind alle leer. Warum gibt es hier so viele von diesen Vogelkäfigen? Wo ist der kleine Junge? Muss ich hier irgendeine Wand rollen? Ah, ich habe ja leider die Fackel jetzt nicht mehr. Warte mal. Nee, scheiß drauf. Muss das spärliche Licht meines Gürtels muss ausreichen. So, wo ist denn jetzt der Junge? Wo ist er denn? Sitzt er hier irgendwo? Vielleicht existiert er gar nicht. Vielleicht. Ach, was ist denn mit dir? Hallo, dich habe ich gar nicht wahrgenommen. Bist du eine Statue? Du bist sogar echt? Hallo. Was ist das für eine geile Klinge? Das ist voll das schöne Katana. Kann ich das haben? I have no interest in small talk. My only concerns are the concerns of Count Ymir. And you are not among them. Unhöflich. Only, there is one thing I will say. Count Ymir's kindness is a gift. Should you cross him, you will sorely regret it. Be gone. There is nothing more to say. Be gone. There is nothing more to say. Also dieses Katana, wenn ich jetzt sie angreife, dann würde ich vielleicht als Belohnung dieses wunderschöne Katana bekommen. Es ist ja oft bei Videospielen so, dass man safen kann und dann kann man sich überlegen, ob man die Konsequenzen seiner Tat tragen will oder es rückgängig macht. Hier ist das nicht möglich, deswegen werde ich sie nicht angreifen, auch wenn ich natürlich sehr an ihrem Katana interessiert bin, als jemand, der offensichtlich sehr viel übrig hat für diese Waffe. Was haben wir denn noch hier? Ist das der Eingang, den ich... Ne, hier ist der Hinterhof, das ist der Friedhof. Vielleicht liegt hier der Junge. Ne, er hat gesagt, im Inneren der Kathedrale. Kann ich gar nicht angreifen. Achso. Offensichtlich habt ihr das schon probiert, ja? Was hier? Juri, geliebtes Kind, viel zu früh von uns gegangen. Oh nein. Ich habe mir schon gedacht, dass das mit dem Jungen, das ist vermutlich ein Geist oder so. Irgendwas Weirdes auf jeden Fall. Also der ist nicht mehr. Unheimlich. Dicker Moskito.
Dieser goldene Kreis links sagt dir, dass man nicht hauen kann. Ach so. Gar nicht drauf geachtet. So, was ist denn jetzt mit dem kleinen Jungen? Das war ja offensichtlich nicht der kleine Junge, das war ja eine ausgewachsene Frau. Das heißt, hier irgendwo wird dann noch eine Begegnung zu finden sein. Ich schätze mal mit dem Geist des Jungen. Warum sollte der als einziger einen Grabstein haben? Ob der nervös wird, wenn ich mich einfach die ganze Zeit hinter ihn stelle? Ich habe jetzt das, vielleicht gibt es eine neue Gesprächsoption. Nope. Ah, doch, geil, gibt es eine neue Gesprächsoption. Ah, you met Yulan. Well, I hope that she behaved at least. The poor girl has overcome grave misfortune. Her tongue can be sharp at the best of times. But don't think that makes her a bad person. No. It's no surprise her little sister too has a heart of gold. Mehr gibt's nicht wahrscheinlich. Is something there to squeeze in the... Ja, okay. Gut, jetzt haben wir ein bisschen was über sie erfahren, aber sie will ja nicht mit mir reden, also ich kann nochmal jetzt sie ansprechen. Aber ich glaube nicht, dass sie ihre Meinung ändert und auf einmal mit mir plaudert. Und hier ist offensichtlich nichts mehr zu finden sonst, es sei denn, es verbirgt sich irgendwo in einer dunklen Ecke noch was. Sie hätten wir ja auch beinahe übersehen, ne? Also... Also sie hat noch eine Schwester, also irgendwas muss hier ja noch sein. Hi. Be gone. There is nothing more to... Alles klar, okay. Vielleicht sollten wir erstmal zu der Burg reisen oder zu dieser Ruine da, die auf dieser Karte verzeichnet ist und dann kommen wir nochmal wieder her. Weil ich glaube jetzt hier gerade... Hier liegt halt einfach... Da frage ich mich mal, wollen wir mal ein bisschen Fußball spielen? Wieso räumen hier nicht mal den Schädel weg? Ich meine... Der hängt hier rum, den ganzen Tag sitzt da. Die Kriegerin hat nichts zu tun. Da wird sich doch jemand finden lassen, der hier ein bisschen aufräumt. Also zumindest mal einmal durchfegen oder so. Das kann doch nicht sein. Hier liegt ein Schädel rum. Ich meine... Also, entweder hier ist jemand gestorben und der ist halt seit vielen, vielen Jahren vor sich hingerottet. Bis es nur noch ein Schädel war. Oder dieser Schädel hat irgendeine rituelle Bedeutung, ist Teil eines Grabes und das ist vielleicht jemand, der hier heilig ist oder so, dann würde man auch anders mit dem umgehen. So oder so ist es weird, dass hier ein Schädel liegt. Sehr offensichtlich auch ein menschlicher Schädel, ein großer Schädel auch. Ich verstehe das nicht. Ich kick den jetzt mal raus. Was ist mit den Leuten? Wieso haben die so überhaupt gar keinen... So, Fußball. Kick. Ball. Skullball. Ist das ja eigentlich eher, ne? Oh. Nein, zu weit. Entschuldigung. Nein! Oh, Tor. Wie ich einfach nicht das Tor treffe. Aber ein guter Schuss. So, jetzt. Elfmeter. Na, daneben gekloppt. Jetzt aber immer ein Stück näher ran. Nein. Das gibt's doch nicht. So. Nein! Ich muss ihn ganz dicht am Fuß führen. Jetzt. Schieß ihn rein. Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt, Tor. So, jetzt habe ich den aber rausgeholt. Ich konnte das nicht so stehen lassen, nicht so liegen lassen. Was haben wir hier noch? Nix. Guck mal,
mal, hier ist noch so ein kleiner... Hier bewegt sich auf jeden Fall. Was, hört ihr das? Ich schätze mal, das ist außerhalb der Kathedrale, aber hier ist schlurft irgendwas. Aber was schlurft? Ah, diese Käfige waren für diese Glühwürmchen. Weil der Typ so ein Zauberer ist, der mit der Energie der Glühwürmchen irgendwas anstellt. Okay. Ich dachte, das wären so Vogelkäfige. Nein, da sind die Glühwürmchen drin. Okay, das erklärt das. Danke, dass ich das jetzt noch gecheckt habe. Ich mag das nämlich nicht, wenn das nicht erklärt wird. Wenn man hat das Gefühl, okay, da hat irgendjemand das Level designt und hat dann da einen Quatsch reingepackt, damit das voll aussieht. Aber nein, das hat natürlich einen Sinn. Okay, also er braucht die, weil er ist ja so ein Magier, der irgendwie mit der Kraft dieser Glühwürmchen irgendwas anstellt. Dafür braucht er die. Aber die sind ja ganz schön leer auch schon, die Käfige. Da müsste er mal jemanden haben, der ihm die wieder voll macht. Aber vielleicht muss er dafür erstmal eine Vollmacht ausstellen. Gut, dann gehen wir jetzt raus. Und laufen einmal um das prächtige kleine Schlösschen, Kathedrale. So, ich wusste doch, dass hier irgendwas schlurft. Die sind so irre, die... Ah, okay. Kann ich die zurückschleudern? Nee, ne? Yes! Ich bin der beste Parry-Mann. Beim ersten Mal direkt ein Parry geparried hier. Habt ihr das gesehen? Okay. Ich bin nur noch am Parry nicht. Alles klar. Ich laufe nur noch mit meinem kleinen Buckler durch die Gegend. Da, di, da, di, da. Oh, hallo. Wen haben wir denn da? Das ist eine ganze Horde. Ich sollte jetzt nicht zu gierig sein und mich erfreuen an meinen neu gewonnenen Parry-Künsten, weil die sind halt zu viert und ich glaube, das ist... Ja, okay, so ist gut. Warte. Nee. Jetzt probieren wir nochmal. Okay, es macht Spaß. So, bin ich irgendwas zum Werfen, um mich die anzulocken? La, la, la. Ja, das ist natürlich jetzt. Ah ja, kommst du? Scheiße. Na gut, das muss ich leider anders machen. Ah, guck mal, es sind einfach zu viele, um jetzt hier so um bescheiden zu sein. Das geht einfach nicht. Schon wieder Lebenspunkte verloren. Was ist das denn passiert? Das sieht immer so ulkig aus, wenn man mit den Pfeilen im Körper herumstolziert. Wir laufen natürlich einmal hier eine Runde. Jetzt sind wir, glaube ich, gleich einmal rum. Ah, du schweinegesichtiges Schwein. Hätte man so einem Maschinenwesen gar nicht zugetraut, einen schimmernden Nagel. Maxim! Hallo Leute, wie geht's, wie steht's? Mir wurde erzählt, Maxim hat heute den Endboss des Add-ons bei einem Lebensprozent gelassen und sich dann verprügeln lassen, um nochmal neue Techniken und Waffen auszuprobieren. Was ich schon, an der Überheblichkeit angrenzend finde,
Aber das, wenn das jemand, wenn ich das jemandem durchgehen lasse, dann dir, Maxim. Wir sind auch gerade hier im Add-on unterwegs. Und ich habe hier gerade so eine Kathedrale gefunden. Da sitzt ein älterer Herr auf so einem Thron. Komplett alles, der komplette Saal ist total zertrümmert. Was willst du denn? Ich brauche keine Gefährten. Komm! Okay, der nervt mich. Jedenfalls, da ist der Eingang. Ist da alles kaputt? Der sitzt da und räumt einfach nicht auf. Das hat mich ein bisschen verstört. Und dann ist da noch so eine Ritterin. Eine Ritterin in Schwarz mit einem sehr interessanten hier. Habe ich sie doch erwischt, dieses blutsaugende Ungetüm. So, und ihr habt auch gerade gespielt. Habt ihr denn jetzt durchgespielt? Maxim, bist du durch? Was ist das? Oh, ah. Okay. Wait a minute. Ich kann hier ein Echo duplizieren. Kann man das nicht normalerweise bei diesen riesigen... Was sind das für diese bewegten Tempel, die so auf Beinen, die man erstmal dazu bringen muss, sich hinzusetzen? Diesmal Doppelspeere. Hast du Doppelspeere benutzt? Natürlich Hammer. Hier ist so ein... Ich muss das mal reparieren. Hier ist so eine kleine nervige Stelle, die sich immer wieder so... So ist besser, oder? Da war so ein kleiner Pixelfehler. Genau, Mausoleen waren das, ja. So, jetzt ist die Frage, machen wir das jetzt oder sparen wir uns das auf? Ich habe mir auch die Mausoleen immer alle aufgespart, weil ich dann immer denke, so ja, vielleicht bekomme ich noch irgendetwas, irgendein Echo, was wirklich zwei hervorragende Dinge hat. Könnte ich denn theoretisch, nee, das ginge nicht, ne? Ich kann ja jetzt nicht zum Beispiel ein Schwert zweimal nehmen damit. Ich kann wahrscheinlich dann nur die Alternative dafür erhalten. Also wenn die jetzt sich einen Zauber und ein Schwert hat, kann ich dann beides haben, aber nicht zweimal von demselben vermutlich. Was natürlich krass wäre, weil dann könnte man irgendwas zweihändig führen, was nice ist. Aber gut zu wissen, dass das hier ist. Ich spare mir das gerade auf, weil ich noch nicht weiß, ob ich irgendwas finde, wo ich sage, da brauche ich zwei von. Das ist mega geil. Da sind jetzt überall diese Heinis. Wir könnten es uns einfach machen und jetzt mit den blutigen Strömen da einfach rein, aber ich bin gerade dabei, so ein bisschen mir das Parryen. Hi. Ich habe mir dieses in der letzten Folge diesen wunderbaren... Ey, warte mal, wieso lebt er noch? Ey, warte mal, wieso? Ich dachte, er ist tot. Wie hat er das denn jetzt überlebt? Nee, warte mal, so haben wir es aber nicht gewettet. Zwei ist immer blöd. So, warte, am besten... So. Haben die beide noch so ein Zipfelchen an sich hängen? So. Genau. Ich hatte mir diesen kleinen Buckler hier gekauft. Den gibt's eigentlich direkt zu Beginn des Spiels vorm ersten Endboss. Da ist auch so eine Art... Ist es eine Kirche, ist es eine Burg, eine Kathedrale, irgendwas Räumliches. Und da ist ein Händler und der verkauft... Beziehungsweise der ist jetzt im Bossraum. Da lungert er jetzt rum. Da kann man sich das Ding kaufen für einen schmalen Groschen. Und das Ding ist sehr gut zum Parryen. Und ich habe noch nie so wirklich in Elden Ring Parry gespielt, obwohl ich das bei Sekiro total mag. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt mal aus. Und ja, der, okay, das ist natürlich jetzt nervig, den kann ich nicht parryen. Da sind ja ganz schön viele von diesen Heinis. Wie komme ich denn jetzt am besten rauf? Der wartet auch nicht, ne? Der ist auch... Muss ich ihm mal gegen die Füße hauen. Oh ne, nervt er mich jetzt gerade. Oh, ah, warte. So. Okay. So. Guck mal, der andere wildert da mit seinem Bogen und trifft nicht. Das ist komplett wütend schon. Okay. Guck dir das mal an. Der ist so sauer einfach. Er ist so sauer, dass er nicht trifft. Diese kindliche Trotzigkeit. Man kann ihm richtig dabei zusehen. Wie er immer wütender wird. Okay. Kann man die Schildkröte parryen? Die muss doch eigentlich einfach sein.
Hat die Schildkröte verzögerte Attacken? Oh, das sind zwei Bogenboys. Au, oh, deutlich durch den Baum! Oh, nee, warte, ich muss mal abhauen, die aber schleunigst. Au, au, au. Au, au, au. Oh, das heißt, er hat mehr Masse als Klasse, aber der hat halt auch so viele Angriffe. So. Hi. Was sind das eigentlich für seltsame Wesen? Sind das Puppen? Ist da irgendwas Organisches noch? Ne, sind das komplett einfach nur Maschinen. Also irgendwer ist ein verdammt begabter Maschinenbauer. Das heißt, in diesem Spiel, also in dieser Welt, gibt es irgend so einen mega begabten Ingenieur, der vermutlich eigentlich voll der Pazifist ist, weil so schlaue Leute sind in aller Regel nicht an Mord und Totschlag interessiert, weil sie dafür zu klug sind. Und dann wurde der aber von irgendeinem Herrscher, der die Lande unterjocht hat, wurde der halt gefangen genommen und es wurde ihm gesagt, ey, pass auf, entweder du arbeitest für mich und du baust mir richtig krasse Kriegsmaschinen oder ich steck dich in den Folterkeller. Ja, und dann hat er natürlich gesagt, okay, ich baue dir Kriegsmaschinen und dann hat er halt diese Maskottchen da entwickelt. Obwohl er eigentlich Flugmaschinen bauen wollte, um Public Transport zu verbessern. Ich muss mal aufs Pferdchen steigen, weil mir sind das hier entschieden zu viele Wölfe. Ich habe kein Interesse, mich mit denen auseinanderzusetzen. Ich weiß gar nicht, warum die hier so explosionsartig sich vermehrt haben. Die sind auch so bedrohlich. Die haben mich genau im Auge. Ich muss immer gebührenden Abstand halten. Auf A, ah, genau. Den wollte ich. Da unten ist dieser Feuertopfmann. Und in der letzten Folge habe ich versucht, den Platz zu machen. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin mir sehr sicher, dass es irgendeine Mechanik gibt. Und zwar muss man, da gibt es so einen, kennt ihr wahrscheinlich diesen Sprungpropfen, der da ist, wo man so raufhüpfen kann auf diesen Vorsprung. Und der Vorsprung ist in einer Höhe angebracht, dass man ungefähr hoch genug ist, um dem irgendwas in den Schlund zu schmeißen. Der hat ja so eine Schale da als Kopf. Und ich glaube, man muss da was reinschmeißen. Ich habe es aber nicht so wirklich gebacken bekommen. Und der ist halt sehr nervig, weil der ständig irgendwas um sich rumschmeißt, was brennt. Deswegen habe ich es jetzt mal aufgegeben. Aber irgendwann muss ich da nochmal hin und mich dem stellen. So, was haben wir denn hier? Weitere von diesen Maschinen? Ja, hör doch mal auf jetzt, Mann. Ich bin auf der Durchreise. Meine Güte, was ist das für einer? Das sind so Magier oder was? Wie viele Arten hat der denn davon gezüchtet? Boah, da liegt ein Item, das muss ich mir schnappen. So. Und bevor wir gleich hier endgültig weiterreiten, wir haben ein Kartenstück bekommen von dem Priester, der in dieser Kathedrale sitzt. Und der hat uns gesagt, da sollen wir mal hingehen. Das ist so eine Ruine und da gibt es eine Glocke. Die können wir läuten. Und dann werden uns die Sterne den Weg weisen. Das können wir gleich mal machen. Larry, vielen lieben Dank. Zebrakopfi. Hab ich gar nicht gesehen vorhin. Auch dir herzlichen Dank. So, lass uns mal jetzt in Ruhe. Ist jetzt hier noch irgendwas? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, wo ist denn jetzt eigentlich dieser Ort? Wird mir der irgendwo angezeigt? Ich glaube. Oh, scheiße. Wenn ich mir die Karte angucke. Ne, achso, das ist das. Ein schwerer Magietopf. Okay, das ist neu. Aber können wir denn. Muss ich mir die tatsächlich so angucken? Warte mal. Muss ich das manuell lesen, wo das ist? Oder wie kann ich jetzt checken, wo mir das angezeigt wird? Den Fundort einer heiligen Ruine. Bin mir nicht sicher. Da ist auf jeden Fall so ein Fluss da oben.
weiß nicht, oben rechts, da dieses irgendwas Rundes. Und so ein kleiner Fluss. Der Fluss sieht aus wie eine Schlange, die den Weltmeisterschaftspokal verschluckt hat. Seht ihr das auch? Also das lange da oben, oben links schlängelt sich so ein Fluss. Unten, in der, also ungefähr in der Mitte ist das Maul der Schlange. Und dann hat die da so einen Buckel. Und dieser Buckel da, das sieht ungefähr aus wie der WM-Pokal. Und ich glaube, die Schlange hat den WM-Pokal verschlungen. Und deswegen hat die da so eine Delle oben dran. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier in der Form irgendwas erkennen können. Also, wir müssten nach einem Fluss Ausschau halten. Der diese Form hat, nehme ich mal an. Hier ist ein Fluss. Nee. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Es gibt ja hier noch andere Kartenteile. Also hier ist noch ein Kartenteil. Hier, warte mal, das ist das. Warte mal ganz kurz. Dieser Bereich hier, das ist doch das. Warten Sie. Guckt euch mal oben rechts diesen Kreis an. Das ist doch das. Und das sieht auch aus wie so ein Meteoriteneinschlag oder sowas. Ja, da müssen wir hin, da ist das, okay. Ist ja easy. Da müssen wir lediglich hier hoch. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt hier hochkommt oder ob wir dann durch das Schloss müssen. Und dann... Na, da ist auch... Müssen wir uns alles noch genauer angucken. Wir haben sehr, sehr vieles noch nicht gesehen. Aber der Rest der Karte stimmt doch gar nicht überein. Ist mir doch egal. Aber das ist jetzt der beste Hinweis, den wir haben. Es kann auch natürlich immer noch woanders sein, aber wir müssen ja immer hier hin. Das sieht auch total spannend aus. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Warte, ganz kurz. Hier ist... Zack. Hier geht ja auch noch ein Weg lang. Wir reiten jetzt mal zurück und halten uns mal jetzt hier so ein bisschen im Nordwesten. Und gucken mal, wohin dieser Weg führt und dann schauen wir uns das jetzt mal an. Ich hoffe mal, wir haben jetzt hier alles schon gesehen. Das wird schon soweit okay sein. Komm, wir reiten mal jetzt hier runter. Möchtest du einen Tipp? Nee, noch nicht, danke. Also wenn ich irgendwann verzweifle, nehme ich gerne auch vielleicht einen Tipp, damit es weitergeht. Aber ansonsten spiele ich ja so gut es geht blind. Und da gehört das dazu, dass man auch ein bisschen rätselt und ein bisschen entdeckt. Wenn es dann... Ich habe ja so eine Politik, wenn ich an einem Ort bin, wo die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass ich auf freiwilligem Fuße nochmal dorthin zurückkehre. So wie neulich dieses große Schloss, was wir hatten. Und dann gibt es da vielleicht noch irgendeinen versteckter Pfad oder irgendeine Kammer oder so, dann könnt ihr gerne sagen, ey Nils, da war noch was. Aber ansonsten finde ich es schon besser, es erstmal allein zu probieren. Was ist denn das? Okay. Ich habe jetzt nicht so die Zeit für euch, aber danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Okay, die haben einen nicht so ein Interesse dran, dass man jetzt hier bei deren Gräbern. Ich verstehe das auch, ehrlich gesagt. Ich hätte auch kein Interesse daran, dass jemand mein Grab plündert. Was ist das? Das sind super viele von denen. Ja, Mai, was ist los? Das ist auch eine sehr düstere Gegend hier. Guck mal, hier ist noch eine Art... Was, man kann mit dem reden? Was ist das denn? Handbuch der Sammlerbrut. Und Taujuwel. Was bist du für ein Wesen? Guck mal, ich meine, der hat nicht mal wirklich den Kopf rausgestreckt.
Kann man dem helfen oder ist der auf Jagd? Liegt der so rum wie so eine Trichterspinne und wartet, dass alle 2000 Jahre sich mir mal irgendwas da drin verirrt? Aber das hier fand ich interessant. Was ist das denn hier für ein... Einfach eine große Tafel. Ah, mit diesem Zeichen, das kennen wir ja schon. Möchtest du einen Tipp für den Ofenboy, fragt Keksieb. Ja, also mit dem Ofenboy, da überlege ich mir, eventuell würde ich da nochmal nachfragen. Was ist denn da unten? Achso, das war das. Waren wir da schon? Warte mal ganz kurz. Diese... Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob wir da unten schon waren. Ich müsste mir, wisst ihr, was ich machen muss? Überall, wo ich schon gewesen bin, muss ich mir so ein Zeichen setzen. Und dann weiß ich, ich war da schon. Ich weiß nämlich nicht, ob ich da schon war jetzt. Ich kann da, glaube ich, nicht runterspringen. Also da sind zwar so ein Felsvorsprung, aber da werde ich sterben. Ich meine, vielleicht ist das ja sogar die Ruine, die gesucht ist. Aber das war jetzt nicht mein Plan. Was habe ich jetzt nochmal gerade bekommen? Okay, und das Taujuwel. So. Gut eingelegter Schildkrötenhals. Also jetzt habe ich leider ein Motiv bekommen, die Schildkröten zu töten. Die fand ich ja bislang immer so friedlich. Und hatte auch kein Interesse, ihr Leben zu beenden, einfach so, aus Mordlust. Aber jetzt, mit einem neu gewonnenen Rezept, was offensichtlich Schildkrötenhälse beinhaltet, muss ich meine Politik diesbezüglich nochmal überdenken. Jede Schildkröte, die mir jetzt über den Weg kriecht, ist potenziell... ...eine Ressource. Jo, alles klar. Ja. Gesegneter Knochensplitter. Na mei. Was war das? Okay, hier müssen wir wieder... Da will ich runter. Warte doch mal bitte kurz, lieber Freund. Das ist der kürzeste Weg. Hier können wir easy runter. Und dann dadurch das Tor. Was haben wir denn hier Feines? Okay, das ist cool. Es ist natürlich auch... hat das Potenzial einer Falle hier, ne? Aber... wir machen das jetzt einfach. Überall könnten Geheimgänge sein, aber ich kann jetzt ja nicht jede Wand... anrollen. Boah, ist das nice. Richtig, so ein richtig epischer Weg in den... in die Burg hinein. Ja, okay, ich darf meine Freund nicht mitnehmen. Oh, guck hier. Kann ich? Nee, ne? Das würde mir angezeigt werden. Ah, okay. Schattenberg, Friedkirchenbezirk. Ach du Scheiße. Also die Kirche ist ja, oder was, ja, das ist ja relativ groß, dieser... dieses Schloss, diese Burg.
Da werden wir vermutlich jetzt eine Weile uns herumtreiben. Oh, hier, jetzt sehen wir doch direkt einen Schalter. Das Gerät bewegt sich nicht, ne? Danke. Das scheint mir sehr hoch zu... Obwohl, da ist hier auch Wasser. Vielleicht kann man irgendwo Wasser ablassen und dann wird der Mechanismus freigeschaltet. Wir gehen erstmal so lange, wie es geht, oben lang. Runter kommt man immer. Die Krabben werden jetzt vermutlich auch nicht über meine Anwesenheit erfreut sein. Gehe ich mal von aus. Was ist das hier für ein Pfad? Ein gestürzter Baum. Ja, also ich glaube, die würden meine, also die werden meine Friedlichkeit nicht jetzt mit Passivität belohnen. Oh, guck mal, die lassen mich komplett in Ruhe. Ja, solange sie was zu fressen haben vielleicht. Aber gut, wenn ich nichts mache, machen die auch nichts. Ja, das ist ein guter Deal. Den gehe ich ein. Dann lasse ich sie in Ruhe. Die haben ja meist auch wesentlich imposantere Verwandte noch, ne? Ich bin kein Fressfeind, ich bin nur... Ich schnabbel das einmal. Dankeschön. Scheiße, was jetzt? Fuck. Fuck. Oh no. Also da war, ich glaube, das bedeutet gerade so viel wie, fall mal am besten nicht rein. Scheiße. Hab ich das gerade gesehen? Also man kann den Aufenthaltsort dieses Wesens dadurch erkennen, dass... Ja, scheiße. Kommt der jetzt in meine Richtung? Oh ja. Oh no. Oh shit. Soll ich hier stehen bleiben? Mir doch egal. Ich bin super stark. Ich hab einen Backel. Hallo? Fuck. Also ich darf da nicht rein. Ich schätze mal, es ist ein Riesenkrebs hier, so eine Riesenkrabbe. Kann natürlich auch was ganz anderes sein. Aber wir können es ja nicht ins Boxhorn jagen lassen jetzt. Sondern wir nehmen jetzt den ganzen Mut zusammen. Und versuchen mal des trockenen Fußes darüber zu kommen. Was hier für ein riesiges... Naja, ist alles unter Wasser. Ich glaube, mit Schwimmen ist nicht viel gerade. Muss ich da einen Supersprung machen? Das sieht mächtig aus. Okay. Da ist er! Wow! Fuck! Was ist das? Auf jeden Fall werde ich später gegen den kämpfen. Vielleicht muss ich das Wasser ablassen dann. Das findet er wahrscheinlich richtig doof, weil er ist ja offensichtlich aquatischer Natur. Da wäre ich auch sauer, wenn jemand das Wasser ablässt. Der fühlt sich sehr wohl da im kühlen Nass. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt, dass ich dem wirklich beikommen kann gerade. Ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt wollen würde. Ich könnte versuchen, mit blutigen Ströme oder irgendwas oder was nach ihm zu schmeißen. Vielleicht ein Feuerkelch oder so. Ich lasse ihn mal an Ort und Stelle, ne? Ich glaube nicht, dass es jetzt so gedacht ist, dass ich auf ihn draufhauen soll. Aber ich vermute, wir müssen schon nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob ich hier reinfallen darf.
keine Ahnung. Oder ob ich dann instant tot bin. Ich will es auch nicht ausprobieren. Also von da oben kam ich. Dann gehen wir nochmal hier weiter. Da kommen wir ja auch rauf. Nehme ich mal an. Vielleicht hier so rüber hüpfen. War es schon ganz schön weit. Ich glaube, da komme ich nicht rüber. Aber es ist vielleicht das Einzige, was ich jetzt hier probieren kann. Was passiert denn, wenn ich jetzt da... Ich meine, ich habe ja die Gnade direkt um die Ecke. Es wäre jetzt auch nicht so schlimm. Aber das ist jetzt so der einzige Ort, wo ich denke, da könnte ich vielleicht... Ist das egal, ob ich den oder den nehme? Ist der vielleicht ein bisschen niedriger oder so? Ne, ist glaube ich total egal. Also ich probiere es jetzt da mal mit Anlauf. Wir werden sehen. Ja, das habe ich befürchtet. Tja. So. Ich glaube, ich bin hier rüber gesprungen, ne? Guck mal, da unten ist... Wie habe ich das gemacht? Bin ich von hier rüber gesprungen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ne? Ja. Jetzt holen wir uns als allererstes mal die Seelen zurück. Ich habe jetzt noch nie wirklich gefarmt. Es gibt ja wirklich einige, Eddie meinte, es gibt ja auch diese Farming-Spots, wo man in 10 Sekunden 100.000 Seelen farmen kann. Habe ich noch nie gemacht. Aber manchmal denke ich mir, vielleicht mache ich das mal einfach, um ein paar Stats hochzubringen, damit ich auch alle Waffen benutzen kann, ohne ständig mich umskillen zu müssen. Damit könnte ich das so ein bisschen rechtfertigen. Ich weiß nicht. Also das sah mir jetzt schon nicht mal wirklich knapp aus. Was ist das für eine Rüstung? Also so eine Drachenrüstung. Wie heißt die? Deformierte Drachenrüstung heißt die, genau. So, lass mich kurz überlegen. Wie komme ich da jetzt weiter? Also das schien mir jetzt auch mit Anlauf, das ist zu weit. So weit kommt der nicht. Mein Pferdchen darf ich hier nicht rufen. Wie komme ich da am besten? Doch, es funktioniert, meint ihr? Okay, ich probiere es nochmal. Also es ist ja nicht mal knapp. Das ist ja nicht mal im Ansatz knapp. Ich spring zu früh, okay. Naja, vielleicht ich probiere es einfach nochmal. Irgendwann wird es klappen. Dann halt jetzt. Ich habe eventuell die Renntaste losgelassen. Das wäre natürlich fatal. Komm, wir probieren es nochmal. Geil. Okay, easy. Ich hatte aus Versehen die Sprinttaste vorm Sprung losgelassen. Man muss beide drücken. Das ist der Kniff. Ach du grüne Neune. Die sind halt auch echt sauer, ne? Sind riesig, aber da kommen ja noch mehr. Wie viel kommt von denen denn jetzt? Wo geht's hier weiter? Wo komme ich da weiter? Ist alles einfach sehr feucht hier.
Am besten wahrscheinlich hier rauf erstmal. Das war knapp. Ah, scheiße. Ah. Jo, von da kommen wir, glaube ich, darauf. Tschüss. Ich habe natürlich also das leichtes Bedürfnis, da ständig gegenzurollen. Also alles hat hier Potenzial dafür, eine Geheimtür zu sein, weil wir kommen ja sonst gar nicht wirklich in das Schloss rein. Und da hier so dieses Gebiet da, guck mal, da wo der jetzt steht, da der Johnny, einfach mal so gegenrollen, wer weiß. Ah, meine Güte, ich war noch nicht bereit für dich. Was bist du denn? Warte mal, ich versuche dich mal zu parryen. Einfach, weil ich Spaß dran habe gerade. Also, ich versuche zu... Okay, fuck it. Lass mich da mal kurz. Ich versuche dich zu parryen. Okay. Ich glaube, er lässt mich den Spaß. Okay, Arschloch. Vielleicht sollte ich ihn einfach auch nicht parryen. Vielleicht sollte ich ihm jetzt einfach anders gegenübertreten. Aber ich. Nee, okay, das ist einfach jetzt niemand, den ich parry. Der ist mir zu nervig mit seinen Feuer-Johnnies. So. Keine Zeit hier für Experimente. Ich war in Parry-Laune, aber er musste sich ja so anstellen mit seinen komischen Feuerbomben. So, ein bisschen schöne Glut. Das tut uns gut. Welches Level bist du? 167. So, hier geht's weiter. Da ist die tiefe See. Da geht's rein. Das wäre natürlich gut. Wenn wir nicht die ganze Zeit hier hüpfen müssten. Da bin ich Fan von. Vielleicht gibt's hier aber... Oh, mal, da geht's auch hoch. Was ist denn hier mit diesen Streben? Oh nein. Was? Oh, da... Oh, hi. Fuck. Ich will einen Blick auf ihn erhaschen. Da. Nee, das sind nur die Bäume, die er fällt. Da unten ist er. Wow! Alter! Der ist riesig. Das wird doch der Endboss sein, oder? Aber wir kommen, glaube ich, nicht. Ich hatte so ein bisschen Lust, mal zu schauen, aber über diese Streben, die haben bestimmt auch einen eigenen Begriff, irgendwas Französisches. Die Jantons. Da diese Jantons hochzugehen. Diese Rippen, man nennt die zu Deutsch, nennt man sie Rippenbögen, im Französischen Jantons. Und die mache ich jetzt aber nicht. Ein schlummerndes Ei. Was schlummert, kann ja auch wach werden, oder? So, also, da, guck mal. Ralph Wiggum, vielen lieben Dank. Der Ralph. So, wie geht's hier weiter? Wo ist der Punkt, an dem ich runterspringe? Vorsichtig. Wollen wir das jetzt mal untersuchen? Wir haben nämlich gar nicht so viel Chancen. Ein falscher Sprung und wir sind hinüber. Aber das muss ja möglich sein, da hinten irgendwo auf diesen Weg zu kommen. Also, von wo machen wir das? Ist hier noch ein... Nö. Warte mal, was soll denn das? Vielleicht hier durchs Dach oder so? Nee, aber da komme ich doch nicht hin. Das ist nun wirklich zu weit. Da komme ich nicht rauf von hier. Das kann ich vergessen. Vielleicht ist hier irgendwo noch ein...
Also da war vielleicht am ehesten noch von hier darauf und dann da hoch. Möglich ist es. Also ich würde fast sagen von hier darüber. Das ist das Beste, was mir gerade einfällt. Weil von hier ist natürlich kein Zugang, da falle ich runter. Das kann eigentlich nur diese Ecke sein. Und dann vermutlich so. Ich hoffe, ich... Ja, wir probieren einfach. Was soll passieren? Lalala. Gut. So, lohnt es sich nochmal diese anderen Jontons runterzugehen? Ich glaube nicht. Interessant, interessant. Da ist ein Loch. Okay, das gibt mir harte Dark Souls Vibes. Dark Souls 3 hat auch dieses eine Level, wo man auch so über diese Dachbalken laufen muss. Aber bevor ich runterspringe, gucke ich mich hier nochmal um. Weil runter kommt man immer irgendwie. Rauf ist meist ein größeres Problem. So, hier sind weitere Jontons. Oder oben ist ein Mechanismus. Schaut mal. Wie komme ich denn da hin? Wahrscheinlich mich von oben droppen lassen. Oder es gibt hier eine unsichtbare Wand. Aber über die Jontons komme ich da nicht rüber. Ah, da ist eine Burg. Oh, warte mal. Oh, meint ihr, man kann da so eine gewagte Sprungpassage über diese Ruinen machen und dann ist da irgendwas Geiles? Nee, ne? Ja, es ist halt kein Jump'n'Run, ne? Das wäre jetzt schon eher ungewöhnlich. Ich glaube, da komme ich auf anderem Wege hin. Dann werde ich mich jetzt hier mal droppen lassen. Suchen wir uns mal eine schöne Stelle aus. So. Der Innenraum der Kathedrale auch völlig überflutet. Oh, guck mal, da ist ein Item. Das müssen wir natürlich holen. Nicht hier so runterglitschen, wenn es geht. Bitte nicht zusammenbrechen. Eine Sturmfalkenfeder. Na, das ist doch klasse. Habe ich eigentlich meinen... Nee. So, also. Dann gehen wir da weiter, wie geplant. So, da geht's runter. Was ist hier noch los? Vielleicht eine geheime Wand. Die dann verschwand. Keine geheime Wand. Ich kann auch nicht einfach. Es geht ja auch nicht. Ich kann nicht alle Wände abrollen. Also. Wir machen mal eine kleine YouTube-Pause, weil ich habe ungefähr heute bis 15 Uhr Zeit. Deswegen ist es ein guter Zeitpunkt, damit wir zwei Folgen hinkriegen. Jetzt mal eine ganz kurze Folgenpause zu machen. Ihr Lieben, das war eine weitere Folge. Wilbert wiederum mit Elden Ring Shadow of the Erdtree. In der nächsten Folge werden wir natürlich dieses Gemäuer jetzt hoffentlich trockenen Fußes weiter erkunden und ihm komplett alle Geheimnisse entreißen, die es in seinen Eingeweiden mit sich rumschleppt. Was hier alles zu finden sein wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Tschüss, Leute.